Hallo liebe Internetfreunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ark oder wie ein Alpha Raptor da unten irgendwas zerkleinert. Da ist er wieder. Ah, furchtbar, dieses Vieh. Irgendwann muss ich mit Susi dann doch mal raus und hier mal für klare Verhältnisse sorgen. Aber erstmal bringen wir unsere Beute nach Hause. Wir haben hier im Schlepptau ganz brav und friedlich einen weiblichen Raptor. Den wollen wir haben. Und den wollen wir daheim haben. Weiblich ist gut. Wir haben jetzt auch einen weiblichen Skorpion. Ich hätte gern den anderen, diesen kleinen Rollmops. Das ist so geil, auf dem kann man reiten. Der rollt sich zusammen mit einem. Und dann kann man mit dem Vollgas als Kugel durch die Gegend flitzen. Hab ich gehört. Würde ich gerne testen. Ich habe ihn nicht mehr gefunden. Keine Ahnung, wo der hin ist. Wahrscheinlich den Berg runtergerollt, hat es kaputt gelacht. Und ich stehe dann da oben und suche den Blödmann. Na gut, der hat uns einmal veräppelt, aber jetzt machen wir erstmal was anderes. Ich gebe jetzt mal ein bisschen Vollgas. Wir sind ja dann doch in der Nähe unserer Basis inzwischen. Haben genügend Ausdauer, das heißt, wir können hier mal Gas fliegen. Was haben wir denn Tolles gemacht? Ganz einfach. Wir haben nach wertvollen Samen gesucht und die auch gefunden und wertvolle Blumen ebenfalls. Die gibt es nur oben in den Bergen. Das wollte ich demonstrieren. Das ist ja hier ein Let's Play, wo man auch was gezeigt bekommt und wo man weiß, wo man den Shit findet. Ja, da machen wir kein Geheimnis draus. Das wollen wir offenbaren. Ja, wie funktionieren Suppen? Was muss man da reinwerfen? Und wo kriegt man dann auch wertvolle Kristalle, respektive die Rare Flowers her? Das Rätsel ist jetzt gelöst. Da unten sehen wir bereits unser Gehege. Und hier gleich einen Raptor. Mach's gut. Tschö. Ja, da unten bist du gut. Aufgehoben. So, wir landen mal schön. Klappt wunderbar, dass er stehen bleibt. Find ich super. So. Wir haben ein paar Bärchen geholt. Die hätte ich hier gerne gebunkert. Fürs Kochen. So, dann haben wir hier drin im Kühlschrank muss das... Scheinbar müssen die... Haben die ein Spoil-Time? Nee. Nein? Okay. Also... Wertvolle Samen kommen hier rein. Und die zarten Flowers ebenfalls. Die hier sind genau wie die Rare Mushrooms Teil eines Kochrezeptes. So, jetzt bringen wir nochmal schön Fivers unter. Da haben wir nämlich nicht mehr viel gehabt. Zack. Ich das Ganze aufsammeln. Haben wir jetzt Fivers bekommen. Die Curry-Suppe kann man wieder wegpacken. Da habe ich nur eine gebraucht. Müssen wir was essen? Ja, eine Kleinigkeit. Trinken einen Schluck. Und jetzt schauen wir uns mal unsere Beute des Tages an. Hier Eier? Nee. Hätte ja sein können. Das ist nur ein Häufeli? Ja, gut. Hier leuchtet auch nichts Besonderes. Okay. So, dann schauen wir mal nach unserem Gast. Kann der durch so eine Tür? Nee, ne? Wo bist du? Huhu. Hey, 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 hey. Oh, 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 das war keine gute Idee. Ach du Scheiße. Alles gut. Boah, ich muss die Tür zumachen.
Zurück! Alle zurück! Beruhigen! Alles bitte beruhigen. Oh Gott, war das ein Fehler. Ah. Scheiße. Oh, ich sehe ja gar nichts. Das war wohl ein Treffer. Ah, ist umgefallen, okay. Oh, was ein Kack. Oh. Mann. Habe ich aber auch. Also das war jetzt nicht so schlau. Hier, komm, ess erstmal was. Ich muss wieder einen Bolzen einlegen. So. Da ist er schon am Essen. Eieiei. Och Gott, oh Gott, oh Gott, Kinders. Hier macht man nicht so einen Affenaufstand, ehrlich. Jetzt kann ich diese ganzen. Oh, jetzt kann ich die ganze Batterie neu sortieren. Einmal. Oh. Wir standen hier nebendran. Hier könnte ich eigentlich. Oh, du hast ein Level. Sehr schön. Hier könnte ich eigentlich die Jungs mal. So, Leonie. Mädchen. Auf. Ja, sage ich dazu. So. Einmal. Ach, hey. Ich das Knäuel gar nicht auseinander hier. Erstmal zum Mike. Ich muss mal ein bisschen Fleisch holen. Gib das mal her. Was ist hier? Fleisch. Narcotics und. Genau, erstmal beruhigen. Jetzt beruhigen wir uns alle. So, der hier steht ungünstig. Aber ich kann aufsitzen. Kann ich raus aus der Gruppe? Oh, Gott sei Dank. Stelle ich jetzt erstmal hier unten ab. Der nächste. Ach komm, Junge. Na also. Und rückwärts raus, wenn es geht. Dann seitlich weg. Na also. So, gerade einparken. Jawohl. So, und du? Der Kreis ist der Hammer. Okay. Na, Stego, mal ein bisschen zurückfahren. Zurück, zurück, zurück. Oh Gott, die langsame Nudel. Hat ich gar nicht mehr so langsam in Erinnerung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, scheiße, das dauert ja. Alter Schwede. So, Mädchen, komm. Das sieht mir so gar nicht mal schlecht aus. So, einfach erstmal hier runter und raus. So, was klemmt hier noch? Oh, mein Raptor. Mhm.
und kriegt schon noch ein Weibchen. Ne? Muss hier nicht so dolle machen. So, Gatte zu. Was ist denn? Hm. Na dann so. Halb in der Wand. Hoffentlich muss nicht die Wand einreißen dafür. Wie sieht's aus? Taming läuft. Das ist gar nicht mehr schlimm. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Das war jetzt ein bisschen blöd wegen der Tür. Vielleicht, ja, ich hätte gern das Gehege auch beleuchtet, die Stromleitung hier hinzulegen. Das ist die Kunst, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist alles nicht so einfach. So eine verkackte Stromleitung. Ich finde es so nervig. Das ist nervig. Ich würde die gerne da oben über die Tür hier rüber, dann da runter, also sozusagen um den Türrahmen rum, aber das kannst du ja hier vergessen, das funktioniert nicht. Weil ich da hinten schon Stromleitung versenkt habe, ihr macht euch keine Vorstellung. Also es ist schon ätzend, ich muss mir dazu irgendwas einfallen lassen. Aber ich habe noch keine passende Idee dazu. Das ist das Problem, ich habe noch keine passende Idee. So, aber jetzt holen wir erstmal einen weiblichen Raptor, das finde ich ganz gut. Futtert hier brav das Fleisch, richtig so. Dir drücke ich gerade noch einen Narkotik rein und dann kann ich mal nach dem Sattel gucken. Damit wir hier nicht so völlig nutzlos rumsitzen. Tür zu. Habe ich noch einen Raptorsattel? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ein Ramshattle. Her damit. Haben wir. Und ein paar narkotische Pfeile. Beziehungsweise Normalpfeile. Pack ich wieder weg. Die sammle ich mal. Können wir mal 5 aufladen. So, wunderbar. Noch ein bisschen vorfahren. Warum hat eben die Erde gebebt? Ist ein Bronto in der Nähe oder was? Hier spielt die Musik. Ja, das läuft hier ganz gut. Ein weiblicher Raptor, Level 9. Aber mir geht es um die Eier. Wir müssen irgendwann auch mal eine Legebatterie bauen. Wie das funktioniert, zeige ich dann auch noch mal. Wir haben ja 1000 Projekte eigentlich noch, die aufstehen sozusagen. Ich muss mir noch eine doppelläufige... Also nee, eigentlich nicht doppelläufig. Eine Pumpgun ist das. Ich glaube, ich habe auch alles da für die Pumpgun. Die würde ich gerne auch zeigen, weil das ist die ultimative Knarre. Das muss man einfach auch mal so festhalten. Das ist eine geile Waffe. Aber ich will natürlich auch unsere fleischfressende Pflanze, beziehungsweise unsere Abwehrpflanze, so muss man sagen, würde ich gerne setzen. Ich glaube, ich setze die da vorne, wo mich der Raptor auch mal angegriffen hat und der Kano kam. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt, wenn man die da vorne mal ansetzt. Einfach zur Verteidigung des Hauses. Ne? So, schön hegen und pflegen. Vielleicht wirft sie ja Samen ab und man kann sozusagen dann daraus weiterführend wieder... Das müssen wir mal gucken. Also mir fehlen die Erfahrungen mit dieser Pflanze, die ist neu. Aber wir werden die Erfahrung sammeln. Die kriegt einen Pott hingesetzt und dann schauen wir mal. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal hier um unseren Fang. Im wahrsten Sinne des Wortes, unseren Fang. Wir haben einen guten Fang gemacht. Herrlich. Ja, gefällt mir. So, ist auch gleich soweit. Ach ja, Name. Rilla. Ja,
steht bei mir auf der Liste. Dank Cathy MC. Rilla. Gleich der nächste Name. Nur so am Rande, mir gehen die weiblichen Namen langsam aus. Wenn ihr noch Ideen habt, her damit. So. Und letzter Haps und dann ist der weibliche Raptor uns. Na komm. Komm, du hast es gleich. Einen Haps noch. Ja, inzwischen wird unser Fuhrpark immer größer. Und da ist sie. Hey Leute! Zuwachs für unser Gehege. So, wo muss ich hin? Ah. Ein Stein fehlt mir. Aus dem Weg. Und hier sind auch Steine drin. 6 Stück, passt. Ach ja, dem Mädchen könnte ich ja gerade mal das Essen aufs Auge drücken. Was haben wir noch? Haben wir noch irgendwo was Rohes? Naja, alles kaputt gespoilt und überhaupt. Das Jerk geben wir mal ab. Mhm. 30er Stack kriegst du mal aufs Auge gedrückt. Mahlzeit. Da hinten. Da ist das Herz hier. Das Herzblatt. Wunderbar. Das ist gut. Das Gehege können wir wieder zumachen. Hat es halt irgendwo Schaden genommen? Ne? Türrahmen, alles gut. Nö, alles spät. Ach, ganz vergessen. Natürlich läuft es mir hinterher. Mann. So, nicht hinterherlaufen. Cool. Bleiben. Parents. Hat ein Level gemacht, finde ich gut. Lebenspunkte, das Wichtigste. So. Ein bisschen vor Terrence. Genau. Ich will nämlich an die Eichen dran. So finde ich das gut. Oh. Ein Level. Hitpoints, wenn es geht. Auch hier ist ein Level. Hervorragend. Okay. Hier bei den kleinen Hunks noch alles gut. Perfekt. So, jetzt möchte ich doch auf jeden Fall das Ding ausprobieren. Jetzt bin ich neugierig. Ich brauche ein Blueprint. Für einen Large Pot. Wow. So, Steine. Fiberfett, wupsch, alles klar. Wood. Fiber. Fetch. Craft.
Fetch kann wieder zurück. Falva kann auch zurück. Das kann wieder zurück. Und der Blueprint kann weg. So, jetzt bin ich... Aha, Wasser fehlt uns. Oder? Na, mal schauen. Hier könnte ich eventuell von der Wasserleitung rüber marschieren. Auch einen neuen setzen eigentlich. Ich brauche da gar keinen Akt machen. Das Dingen. Fertig ist die Laube. Ja. Gar nicht so ein Geschiss halten hier. Da tausende von Wasserleitungen ziehen. Das hackt. Setzt mir direkt ans Wasser. Gutes. Also ähnlich zumindest. So, wo soll das hin? Hier. Hier wäre nicht schlecht. Pflanzenpott. Goll. So. So, jetzt brauche ich nur noch ein paar Leitungen. Die muss ich mir natürlich holen. Schon wieder so hell, oder? Das ist hier so beleuchtet. Ne, es wird schon wieder Tag irgendwie. So. Das ist schräg. Da sind gerade Leitungen. Nehmen wir auch mal eine schräge dazu. Nehmen wir auch mal eine ansteigende. Ist ja völlig wurscht. So. Ah ja, hier. Mhm. So. Gerade Leitung. Mal gucken. Ah, geht es ein bisschen in die Erde. Vielleicht nicht so toll. Nur eine leichte. Wo denn die schrägen? Ja. So. Irgendwie. Ja, ein bisschen Zielwasser trinken. Ja, nee, passt, geht. So. Ja, müsste treffen. Bin natürlich auch weiter schräg hochfahren. Ist vielleicht auch nicht verkehrt. Kann man nämlich drunter durchlatschen. Vielleicht auch keine dumme Idee. So. So, und jetzt kommen wir in den... Naja, noch nicht. 6. Naja, durch die Schräge. Das könnte vielleicht sogar passen. Jetzt regnet es natürlich und... ah, nee. Ist Regen geschützt oder was? Ja, sieht so aus. Perfekt! Es läuft! Perfekt! Zack, zack! Hahaha, Wasser hat's! Alter Schwede! 1, 2, 3. Oh, ist schon wieder. Ehrlich? Hat's hier schon wieder Dünger? 1, 2, 3, 100.000 hätte ich gern. Okay, 160, auch gut.
So, und dann hätte ich gerne eine X-Pflanze. Um meinen Zuschauern doch mal zu zeigen, was das Ding kann. Und ich bin natürlich auch selbst gespannt, ist doch klar. So, rosa Pott. Ich habe noch gar nicht drauf geguckt eigentlich. Large Pot. Oh, da haben wir ja Glück gehabt. Das war ja genau das Richtige. So, Large Pot. Oh, guck mal. Oh, ist die hübsch. Oh, ist ja goldig. So fast wie so Röschen, oder? Goldig. Ja, die werden wir im Auge behalten. Kann man natürlich hier oben auch noch was ansetzen. Kein Problem. So, jetzt bringen wir erstmal den Kram weg. Also, wir haben jetzt eine Sonderpflanze gesetzt und werden mal schauen, was daraus wird. Tür zu, es zieht. Hier, gebt mir den Schrott wieder ab. Zack, zack, zack. Das kann weg. Fallschirm wieder hin. Und damit ist schon wieder eine Folge rum. Wir haben ein neues Mitglied hier. Danke, Mike. Zwei Raptoren, zwei Skorpione. Hier läuft's. Was mir noch fehlt, ist die passenden Eichen. Ich hätte gern noch ein Stego. Carla braucht bestimmt auch ein Männchen. Den kriegt sie auch verpasst. Und dann werde ich bei nächster Gelegenheit mal schauen, ob wir hier nicht auch... Ah, ein Eichen. Ja, vielen Dank. Ist sehr legefreudig hier, ne? Irgendwie. Ja, das müssen wir dann noch mal im Auge behalten. Läuft alles prima. Ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Wir werden mal gucken, was aus der Pflanze schlüpft. Ob da was richtig Bösartiges was draus wird. So wie ich es mir erhofft habe. Und ihr werdet es natürlich erfahren. Ihr seid live dabei, ist ja logisch. Aber nur, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Deswegen... Gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Gerne könnt ihr diesen Kanal abonnieren und es würde mich echt freuen, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis dahin, macht's gut und noch viel Spaß im Netz. Ich räume hier noch das Eichen weg. Und tschüss!